Wunderschönen guten Morgen. Samstag ist es. Heute noch genau 33 Tage bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ui, da ruft jetzt jemand an. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Moment. Oliver, kannst du mir die Hautcreme gerade nochmal rüberlangen? Hallo? Ja, hallo. Haben Sie gerade gesagt, noch 33 Tage bis zur WM? Ja. Ja, das sind ja pro Spieler, Moment, jetzt muss ich mal rechnen, eins gemerkt und zwei im Sinn, pro Spieler einer Fußballmannschaft nur noch 3 Tage. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wir haben ja noch nicht mal gepackt. Jogi, hallo, Herr Löw, schön, dass Sie anrufen. Ja, ist klar, sage ich mal. Ja, wie sieht's denn aus bei Ihnen? Sind die Spieler fit und bereit für die WM? Weil das klang ja jetzt gerade nicht so. Naja, ich will es mal so sagen, teilweise noch etwas lahm, vor allem der Philipp, aber das ist er ja auch immer. Ich jedenfalls freue mich sehr auf Brasilien. Ja, schön. Können Sie uns was zum Leistungsstand der anderen Teams sagen? Wie sieht's denn da aus? Respekt. Ich ziehe den Hut, um nicht zu sagen, jetzt den Zuckerhut vielleicht sogar vor den anderen Mannschaften. Moment, jetzt kriege ich gerade einen Anruf rein. Hallo, Franz? Herr Kaiser, ja? Grüß dich, Jogi. Hallo, sag mal. Weißt du, wie der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz heißt? Das ist bis zu uns nach Bayern noch nicht vorgedrungen. Franz, da erwischst du mich auf dem falschen Fuße. Ich weiß nicht mal, in welcher Mannschaft er spielt. Ich habe gerade andere Dinge im Kopf, wenn du mich verstehst. Weißt du, wie ich diese WM gewinne? Ja gut, das ist ganz klar. Tore schießen, oder? Am besten mehr als die anderen, Jogi. Danke, Franz. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. So machen wir es also. Bis dann. Hallo? Jogi? Herr Löw? Nee, weg ist er.